Etwas Silber für einen Kriegsveteran? Hoffentlich schafft ihr es damit weg von der Straße. Andraste segne euch, Sir. Ich werde euer Gesicht bestimmt nicht vergessen. Offizielle Bekanntmachung. Da wird der Hund. Da hinten ist eine Meute. Verrückter Bettler. Andrastes Segen. Wie ihr meint. Der Baum mit einem magischen Ort. Auch aktualisiert. Meine Kinder brauchen mich zu Hause. Ich kann hier nicht noch einen Tag warten. Dann geh nach Hause. Das Beste, was du für deine Kinder tun kannst, ist diesen Scharlatan nicht zu vertrauen. Bitte, bewahrt Ruhe. Wir helfen heute so vielen, wie wir können, solange nur alles geordnet zugeht. Oh, ihr helft uns also, Shem. So wie ihr Valandrian und meinem Onkel Sirion geholfen habt, richtig? Dank eurer Hilfe wurden sie nie wieder gesehen. Wir haben es euch doch schon erklärt, Kind. Ihr könnt noch so viel jammern, aber wir werden dennoch nicht zulassen, dass ihr die Quarantänestation betretet und die Pest wieder ins Gesindeviertel einschleppt. Du bringst uns noch alle um, Shiani. Einige von uns haben noch etwas, wofür es sich zu leben lohnt. Wenn ihr Zauber wirklich funktioniert, warum sind dann die Hälfte der Quarantänepatienten vollkommen gesund? Was ist hier los? Du solltest nicht hier sein, Zwerg. Die Deinen verlassen das Marktviertel nicht. Warte, Soris hat mir von dir erzählt. Du hast ihn aus dem Kerker befreit. Die Fremden sagen, sie wollen uns gegen die Pest behilflich sein. Aber alle, denen sie helfen, verschwinden plötzlich. Seltsam, oder? Das stimmt nicht und du weißt das, Shiani. Meine beiden Schwestern haben den Tevinter-Zauber bekommen und es geht ihnen gut. Und wo ist dann deine Nichte? Und mein Onkel Sirion und Valandrian? Beruhige dich und sag mir einfach, was hier vor sich geht. Die Fremden haben in den letzten Wochen Dutzende von Elfen in das Haus gebracht und keiner davon wurde seitdem wieder gesehen. Einer von ihnen war unser Horan, Valandrian. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn wir ihn nicht zurückbekommen. Nun, wir kürzen das ab. Ich werde mir das Hospiz mal von innen ansehen. Sie werden dich nicht reinlassen. Gibt es vielleicht einen anderen Weg da rein? Nun, in der Gasse gibt es einen Nebeneingang. Dort gafft keine Menge und da steht auch kein Magier. Nur eine einzige Wache. Du kannst es gern versuchen, aber diese Wachen meinen es ernst. Ja, Mai, da gibt es halt eine Wache weniger. Ganz ehrlich. Wayne. Ist da jemand? Der Erbauer segne euch. Habt keine Angst, ich sehe noch genug, um euch auszumachen. Nun, wer seid ihr? Sehr erfreut, euch kennenzulernen. Ich bin Sir Otto. Ich bin ein Templer und habe mein Augenlicht im Kampf mit einem mächtigen Malefiker verloren. Er rief Flammen vom Himmel und verbrannte mein Gesicht. Die Wunden sind verheilt, aber ich werde nie mehr sehen können. Nun, genug mit dem Geplauder. Wie kann ich euch helfen? Ich habe hier im Gesindeviertel das stete Gefühl, dass etwas Böses am Werk ist. Ich weiß aber nicht genau, worum es sich handelt. Ich war geduldig und die Elfen haben mir schließlich ihre traurigen Geschichten erzählt. Aber echte Beweise für meine Befürchtungen erhielt ich nicht. Ich habe nur meine Ohren und mehr finden die nicht mehr heraus. Ich hatte gehofft, ihr könntet meine Augen sein. Seht euch im Gesindeviertel nach irgendetwas Ungewöhnlichem um. Okay, wonach soll ich Ausschau halten? Ich weiß nicht, aber irgendwie spüre ich, dass es da etwas zu finden gibt. Ihr wirkt durchaus fähig. Hoffentlich findet ihr, wonach ich suche. Möge der Erbauer über euch wachen. Alles klar, irgendetwas stimmt nicht. Dann suchen wir dieses irgendetwas stimmt nicht. Mama ist nicht aus Hayaba zurückgekommen. Warum braucht sie nur so lange? Oh, Kleiner, das kann ich dir nicht beantworten. So, dann gehen wir mal in die Gasse. Eine Elfenwache. Und dort hinten eine Wohnung. Gehen wir mal in diese Wohnung rein.
Sieht ja schon sehr verdächtig aus. Und da sind auf jeden Fall ein paar Sachen wohl zu finden. So wie Blutflecken. Erlaubt oh ihr? Mann, da hat ich irgendeiner ein paar übergebraten bekommen. Spielzeugpuppe. Kalbsknochen, Sextant der freien Seefahrer. Und ihr hättet auf dem Messer werden sollen, Zwerg. Warum sind das aber alles Elfen? Sehr, sehr verdächtig. Was auch immer ihr wünscht. Die nächste Lieferung. Ah ja. Das ist sehr interessant. Ich gehe nicht davon aus, dass es sich hier um normale Lieferungen handelt. Warum hat uns die Wache nicht aufgehalten? Ich bin doch theoretisch jetzt im richtigen Gebäude gewesen. Merkwürdig. Nein, ihr könnt nicht nur kurz hinein. Also schlage ich vor, ihr geht wieder zurück zum Haupteingang. Ihr solltet gar nicht auf der Straße sein, jetzt, wo die Pest wütet. Nun, dass ihr die Leute von ihren Familien trennt, stört euch wohl nicht. Die Dinge sind nun mal so. Ich habe weder die Verderbnis noch die Pest oder sonst was gerufen. Ich bestreite nur meinen Lebensunterhalt. Wie viel bezahlen sie euch? Nicht genug, um mir so viele Fragen anzuhören. Was wollt ihr? Lasst ihr mich für 6 Sovereigns in das Haus hinein? 6? Ja klar. Ich habe euch nie gesehen. Und ihr mich auch nicht. Ach ja, bestechliche Wachen. Ui, und direkt im Kampf. Da sind ja gar keine drin. Wie ihr meint. Und da hinten Münzstabe. Ja, ja, ja. Sklavenhändlerring. Euch haben wir gefunden. Wird erledigt. Ein sehr süßes Lachen. Helft uns! Bitte, wir sind nicht krank! Lasst uns hier raus! Woher weiß ich, dass ihr nicht die Pest habt? Nee, eigentlich weiß ich schon, dass das hier nicht stimmt. Schau euch raus. Vielen Dank auch. Wo ist Valentrian? Sie haben ihn schon weggebracht. Durch die Nebengasse. Wir wissen nicht genau, wohin. Ihr solltet zusehen, dass ihr hier rauskommt. Das muss man uns nicht zweimal sagen. So, da wurden sie wie Zuchtvieh gehalten. Ich werde es tun. Wie ihr meint. Ich schau mal, ob ich da vorne den, in Anführungszeichen, Wachen noch eins überbrezeln kann. Sehr schön.
Yep. Sehr gut. Des Erbauers soll. Ja! Aber ich werde sogar von Elfen angegriffen. Wow, das hat sie zerlegt. Aber ich weiß nicht. Aber jetzt muss ich die Elfen hier auch packen. Sah irgendwie danach aus, als wären sie übernommen worden. Und ein kleines Kätzchen. Da geht's auch noch in den Laden rein. Da könnten wir doch mal reinstibitzen. Wenn ich mir recht entsinne, war das hier ein Gemischtwarenladen. Tut mir leid, wir haben geschlossen. Im Marktviertel kann man dir sicher weiterhelfen. Was geht hier vor? Was machen die aus Tevinter hier? Sie behandeln die Pest der Verderbnis. Ja, okay, das von der Pest hast anzuhören. Du doch sicher gehört. Wie schlimm ist die Pest? Ist das schlimm genug? Ja, passt schon. Ach. Verkauft mir nichts, dann ist es mir egal. Ich brauche mir noch was über die Pest anzuhören. Jeder weiß, was die Pest ist. Und jeder weiß, dass hier die Pest bereits einfach nur gelogen war. So, dann ab nach unten zu den Wohnungen. Der einzige Weg, in dem man welche hat rausschaffen können. Und da gibt es wohl noch einen zweiten Ausgang, den wir betreten sollten. So, einmal geradeaus hinunter. Ich werde es tun. Und ab geht's.